Hi, ich bin Elena. Ich bin Marie. Ihr kennt uns vielleicht schon aus der Folge von vor 10 Wochen oder so. Und das sind lustige Witze in 3, 2, 1. Los! Was ist grün und hüpft von Bett zu Bett? Eine Froschtituierte. Die Hebamme sagt dem Vater, ihr Kind kommt ganz nach Ihnen. Da erwidert der Vater, ach, das sagen Sie doch bei jedem. Die Hebamme mit einem Grinsen im Gesicht, nein. Bei anderen sage ich zum Beispiel, dass das Kind hübsch ist. Was macht ein Bäcker, der keine Arme und Beine hat? Rumkugeln. Was haben Altenpfleger und Archäologen gemeinsam? Sie beschäftigen sich damit, alte Knochen zu reinigen. Herr Doktor, wo bringen Sie mich hin? Ins Leichenschauhaus. Aber ich bin doch noch gar nicht tot. Wir sind ja auch noch gar nicht da. Die Frau zu ihrem arbeitslosen Mann. Hier in der Zeitung steht, dass die Polizei einen Mann sucht, der Frauen belästigt. Wäre das nichts für dich? Dann habe ich letztens gehört, die Polizei hält auf der Autobahn einen Polen an. Sagt die Polizei, Entschuldigung, wir suchen einen Autodieb, sagt der Pole. Okay, ich mach's. Für 2 Snobs kommt der Tag der Hinrichtung. Sie stehen vor dem Henker. Da sagt der eine zum anderen, peinliche Situation, was gibt man dem Mann? Kommt ein Mann im weißen Kittel ins Krankenzimmer und fragt den Patienten, wie groß sind Sie denn? 1,80 Meter, Herr Doktor. Ich bin nicht der Doktor, ich bin der Schreiner. Das habe ich noch erstmal verstanden. Ja. Hat 2 gedauert, ne? Was ist der Unterschied zwischen einem evangelischen und einem katholischen Pfarrer? Beim evangelischen Pfarrer hängen die Windeln im Pfarrgarten, beim katholischen im ganzen Dorf. Ein zum Tode Verurteilter wird morgens um 5 Uhr geweckt. Haben Sie noch einen letzten Wunsch? Ja, ich möchte noch eine Tasse Kaffee trinken. Mit Zucker? Um Gottes Willen, nein. Ich bin Diabetiker. Ein Bergführer in Österreich sagt zu dem Touristen, der nächste Grat am Felsen vorbei ist sehr steil und gefährlich. Halten Sie sich gut fest und passen Sie auf. Wenn Sie trotzdem abstürzen sollten, vergessen Sie nicht, nach links zu schauen. Dort haben Sie eine tolle Aussicht. Angeklagte, Sie bestreiten also nicht, Ihren Mann während der Fußballübertragung erschossen zu haben? Nein, Herr Richter. Was waren seine letzten Worte? Schieß doch endlich, du alte Pfeife. Eigentlich wollte ich dir einen Zeitreisewitz erzählen. Du mochtest ihn aber nicht. Eine alte Dame sitzt im Wartezimmer. Ein Neonazi setzt sich dazu. Die Dame? Sie Ärmster. Erst die Chemo und dann noch die orthopädischen Schuhe. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr haben Sie in Ihrer Beziehung die Hosen an? Schatz, darf ich bitte an einer kostenlosen Umfrage teilnehmen? Es tut mir wirklich leid, aber dein Französisch-Test ist leider eine 5. Gracias. Ein Malerlehrling soll die... Mein Kopf ist schief, deswegen... Ein Malerlehrling soll die Markierung auf der Autobahn erneuern. Am ersten Tag schafft er mehr als 2 Kilometer. Am zweiten Tag nur noch 500 Meter. Am dritten Tag sogar nur noch 200 Meter. Fragt der Chef, warum schaffst du nicht mehr so viel wie am Anfang? Darauf der Lehrling, naja... Der Weg zum Farbeimer ist inzwischen echt weit. Ja, das warst du so ein Lehrling. Ich war nicht so ein Lehrling, ich war schlimmer. Kommentare kommentiert sein! Willkommen zurück zu Kommentare kommentiert Zeit. Die Zeit, in der wir eure Kommentare hier auf YouTube kommentieren. Elena, bist du bereit? Ja, ich bin absolut bereit. Okay. Ghostboy aka Leroy schreibt, ich habe den G-Punkt meiner Freundin gefunden. Wer hätte gedacht, dass er in ihrer toten Oma ist? Schokostress sagt, das Video war echt cool. Man merkt wirklich, dass du Spaß dabei hattest. Mich würde aber mal interessieren, ob es dir besser gefällt, im kleinen Kreis mit all deinen Freunden zu feiern oder nicht doch lieber auf größeren Festivals. Ja, erstmal, dieser Kommentar kam unter unserem Festival-Vlog, unserem Kont-Video. Beides eigentlich. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Irgendwie so Festival und privater Freundeskreis kann man gar nicht vergleichen, ne? Nee, das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja. Also klar, mir fehlt gerade total dieses auf dem Festival mit ganz vielen Fremden und so. Diese neuen Kontakte, die fehlen mir auf Festivals. So Festivals, das kann man nicht zu oft machen, aber so mal... Warum zum Ficken sind die ganzen Festival-Videos nicht ab 18 gestellt? Das ist eine verdammt gute Frage eigentlich. Bislang wurde nur ein Festival-Vlog ab 18 gestellt und das war der allererste Gon-Vlog. Sehr gut, yeah! Wir haben aber trotzdem ganz viele Leute gesehen, weil auch die Kids unter euch sich Accounts ab 18 gemacht haben. Habe ich auch damals, als ich noch nicht 18 war. Lustige Witze schreibt, ich kenne... Hey. Das ist ein Copyright. Ja. Ich kenne nur 2 Dinge, die unendlich sind. Das Universum und die Testversion von WinRAR. Was für Rechercheskills muss man haben, damit jede Woche neue Witze kommen? Damals hatte ich eine App, wie die Person, die jetzt die Witze raussucht, das macht, weiß ich nicht. General Kenobi sagt, solche dämlichen Witze habe ich noch nie gehört. Hast du nicht? Dann hast du noch nicht tief genug in diesem YouTube-Kanal rumgestöbert, denn ich mache das schon seit über 300 Wochen. Also, guck dir die anderen Videos an und ich bin mir sicher, du wirst noch dümmere Witze finden. Salami-Piranha sagt. 2 Arbeiter verlegen einen Teppichboden.
Als sie fertig sind, bemerkt der eine eine Delle im Teppich. Mist, das müssten meine Zigaretten sein, die ich verloren habe. Komm, wir treten sie platt, das bemerkt schon keiner, meint der andere. Gesagt, getan. Kurz nachdem sie fertig sind, kommt die Anwohnerin zu ihnen. Danke fürs Verlegen, ihre Zigaretten liegen in der Küche. Haben Sie den Hamster meiner Tochter gesehen? Frauen sind wie Dachpappe. Lagert man sie nicht richtig, liegen sie beim Nachbarn. Thema Videospiel. Lieber Multiplayer oder Solo? Ich würde sagen, lieber Multiplayer eigentlich. Also seit Pandemic Times habe ich so eher dieses, dass ich Mario Kart spiele, Rocket League, auch Super Mario Brothers haben wir zu viert durchgespielt. Und das ist eigentlich schon cooler, wenn man sich dabei noch mit welchen unterhalten kann und so. Oder wenn jemand da ist. Also ich mag lieber irgendwie Multiplayer. Zebrafalter schreibt, bist du hauptberuflich YouTuber? Jein, nicht wirklich. Also mit meinem YouTube-Kanal verdiene ich nennenswert wenig, zumal das meiste davon eh an die Grafikerin und so rausgeht. Mit YouTube bin ich eigentlich eher noch froh, dass ich ein eigenes Produkt habe, aber ich bin hauptberuflich Videoproducer. Also ich schneide und drehe für andere Leute, für YouTuber, für Sender, all sowas. Also im Prinzip bin ich hauptberuflich YouTuber, nur nicht für meinen eigenen YouTube-Kanal. Das war's mit der dieswöchigen Kommentare-Kommentierzeit. Wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei sein wollt, dann stellt uns doch eine Frage oder schreibt einen Kommentar hier unter diesem Video. Und dann würde ich sagen, ich mache mal wieder Platz für Marie und ihr macht das, ja, ne? Bitte. Tschüss. Tschüss. Woran erkennt man einen schlechten Juwelier? Er bekommt einfach nichts auf die Kette. Wie heißt das kleinste Kochbuch der Welt? Gerichte aus Äthiopien. Geht Hitler auf seinen Balkon? Mann, haben wir heute ein Bombenwetter. Nicht einmal Actimel aktiviert Frankreichs Abwehrkräfte. Was ist die gefährlichste Droge der Welt? Der Bahnhof. Ein Zug und du bist tot. Was hat zwei Beine und blutet? Eine halbe Katze. Was? Du bist da. Nein. Eine halbe Katze stand da. Ich weiß nicht, was sie da in ihrem Kopf hat. Wie nennt man zwei Bretter und eine Leiche? Ein Jesus-Baukasten. Fragt ein katholischer Pfarrer einen Rabbi. Wann isst du denn endlich Schweinefleisch? Darauf der Rabbi. Auf deiner Hochzeit. Als katholischer Pfarrer ist verheiratet nicht. Hat nur noch einen Schaden. Warum ist Viagra in Polen verboten? Weil alles, was länger als 10 Minuten steht, geklaut wird. Schwarzer Humor hat Grenzen, aber die kann man schließen. Wo hat der Polizeihund das Arschloch? An der Leine. Was passiert, wenn man eine Handgranate in die Küche wirft? Nicht viel, das Chaos bleibt dasselbe. Nur das dumme Gequatsch hört plötzlich auf. Treffen sich zwei Rollstuhlfahrer. Sagt der eine, sag mal, hast du ABS? Nee, Kinderlähmung. Was ist die schlimmste Rallye der Welt? Mit einem Imbisswagen durch Äthiopien. Meine Nachbarn hören immer gute Musik, ob sie wollen oder nicht. Wie lange braucht eine Frau, um den Müll rauszubringen? 9 Monate. Warum benutzen Beamte keine Taschentücher? Weil Tempo draufsteht. Guten Tag, Herr Fischer. Ich hole Ihre Tochter zum Fischen ab. Aber wir heißen nicht Fischer, sondern Vogel. Ja, ich weiß, aber ich wollte nicht so direkt sein. Wenn jemand Interesse hat, ne? Nein. Religion und Wissenschaft ergänzen sich wundervoll. Ein Beispiel. Ohne Wissenschaft kannst du keine Bomben bauen, aber du brauchst eine religiöse Person für den Einsatz. Krankenschwester. Herr Doktor, Herr Doktor. Der Hypochonder aus Zimmer 12 ist verstorben. Jetzt übertreibt er es aber wirklich. Was macht eine Blondine morgens mit ihrem Arsch? Sie schmiert ihm ein Brötchen und schickt ihn zur Arbeit. Schatz, wenn ich die Wohnung geputzt, ich dir Essen gekocht und ich dir einen geblasen habe, darf ich dann auch mal mit auf die Couch? Ich höre immer nur ich, ich, ich. Wir haben uns aus religiösen Gründen getrennt. Mein Mann dachte, er wäre Gott. Ich möchte dich zur glücklichsten Frau der Welt machen. Ich werde dich vermissen. Diese Titten sind einfach unglaublich. Hör auf, dich im Spiegel zu betrachten und komm endlich ins Bett. Das war die Folge 301. Ihr fand's gut. Jetzt bitte liken, kommentieren und abonnieren, wenn ihr mehr von hier sehen wollt. Ja. Wenn ihr mehr von hier sehen wollt. Wir sagen ciao, wir sehen uns nächste Woche. Da gibt's wieder Festival-Vlog. Ich wünsche euch was. Tschüss. Like und abonnieren. YouTuber.